Let's play some games. Featured by Demonies. Weil Zocken geil ist. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Drakun von Let's Play Some Games D und heute zeige ich euch Hawks 2. Von einem, der auszog, der beste Kampfjet-Pilot aller Zeiten zu werden. Der sich Top Gun anschloss und dann der geheimen Organisation Hawks. Keine Ahnung, was das Scheiß bedeutet, aber egal. Ich habe mir Hawks 2 gekauft, weil es gerade im Winter Sale so günstig war und ich früher die alten Arcade-Kampfjet-Flugzeugspiele da auf der PlayStation super geil fand und dachte mir, Hawks ist doch sowas ähnliches, also holst du dir Hawks 2. Und ich muss sagen, es ist, zumindest kommt es mir so vor, wie halt so diese alten Dinger auf der PlayStation. Ach, ich hab meinen Spaß. Du steigst in ein Flugzeug, startest vom Boden aus in eine Mission, musst das Ding auch landen, fliegst, kämpfst, ach Hammer. Es macht Spaß. Also mir macht Spaß, ich find's klasse. Und er spielt in der Storyline von Splinter Cell. So. Also Tom Clancy. Ne? Kennt man ja. Hat alles irgendwie miteinander was zu tun. Ghost Raccoon, Advanced Warfighter, Hawks, Splinter Cell, alles gehört irgendwie ineinander dazu. Die einzelnen Missionen werden teilweise in so netten Videosequenzen erklärt, wo er dann erklärt, so, hier, pass auf, wir müssen das und das machen und wir müssen den und den teilen und keine Ahnung. Die Russen halten Faridi für den Mittelsmann, der die Rebellen mit neuen Waffen versorgt hat. Laut FSB hat ihr Agent Faridis Organisation infiltriert und kann das gesamte Schmugglernetzwerk enttarnen. Wir werden mit einer Drohne weitere Informationen sammeln und Ziele für einen möglichen Luftschlag ausmachen. Ja, das müsst ihr auch manchmal fliegen. Halt Drohnen. Und das ist halt jetzt in dieser Mission, ich habe schon wieder ein bisschen angespielt, das Tutorial und so, ist denke ich mal eher uninteressant für euch. Deswegen halt mal mittendrin angefangen. Mit der Drohne müsst ihr halt Ziele markieren, anvisieren, dann fliegt ihr halt rum. Manchmal müsst ihr auch Gespräche belauschen, das macht ihr dann auch mit der Drohne, wenn ihr da drüber bleibt. Verstanden, Wolfhound, bereithalten. Das habe ich euch ein paar Sachen zusammengeschnitten. Falls ihr hinterher sagt, oh nee, das ist jetzt aber halt im Nachtsichtmodus immer ein bisschen uninteressant, sagt Bescheid, schreibt in den Kommentaren und ich zeige euch dann auch gerne ein Video von so fetten Luftkampf-Action, wo man fliegen muss, ausweichen muss der Raketen und irgendwelche wilden Flugmanöver à la Topper Harley machen muss, zum Beispiel den Schenkelklopfer aufs Glasdach, dong 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 dong. Wie gesagt, müssen wir dann sagen, ich mach's dann. Ein großes Risiko, Wolfhound. Wenn Faridis Männer sie sehen, werden sie sofort erschossen. Faridis Leute sind Amateure. Sie machen mir keine Sorgen. Meine russischen Kontakte beunruhigen mich. Ich bin erst zufrieden, wenn ich weiß, wer sie sind. Ja, jetzt müsst ihr halt in dem Lastwagen halt folgen. Verstanden, Wolfhound. Bleiben Sie in der Nähe, Hunter. Sobald Faridi einen Anruf macht, will ich es wissen. Jetzt kommt gleich das, was ich meinte, halt von wegen. Man muss halt über dem Fahrzeug bleiben, um halt die Telefongespräche abzuhören. Ja, gehört halt irgendwie auch dazu. Hier, Faridi. Ist die Lieferung da? Sie ist hier, Boss. Gut. Kümmert euch um die Kisten. Sie müssen bei Sonnenaufgang verladen sein. Ich mach das. Gut. Sie, Rainer, wissen Sie schon, wen er angerufen hat? Moment, Gordon.
das Problem ist, wenn man zum Beispiel mit nicht genau über das Zielfahrzeug hängt, dann kriegt man die volle, das volle Gespräch nicht mit und muss es dann nochmal gucken. Sehr gut, Hunter. Gebäude mit Strahl markieren. Ja, das kommt halt ein Laser, so pium, Infrarotstrahler. Zack. Die Stimme kenne ich. Das ist das Schwein, das mich gefoltert hat. Ja, da ich vorhin versagte, deswegen hier dieser kleine Schnitt. Vor allen Dingen ist das auch, denke ich mal, die ganze Zeit langweilig, wenn man nur dieser Kamera folgt. Deswegen halt, gibt's auch hier und da mal ein paar kleine Schnitte. Nicht wundern. Wir haben kein Signal mehr. Zurück über Farides Fahrzeug. Das ist ein Riesenfang. Der Kerl muss ein hoher Rebellenführer sein. Wolfhorn, kennen Sie die Koordinaten? Das ist unten am Wasser. Suchen Sie nach einem großen Schiff, sowas wie ein Frachter. Verstanden. Okay, Hunter, mal sehen, was wir finden. Okay, Wolfhorn, wir haben das Ziel. Wir kommen zurück. Wolfhound, hier Sea Rider. Was ist los? Sieht Ihren Geschäftstreffen aus. Hier arbeiten viele auf irgendeine Weise für Faridi. Wir können leider nicht hören, was Sie sagen. Wissen Sie, was da vor sich geht? Ich kenne diese Männer. Das sind Waffenhändler, die für Faridi arbeiten. Sie liefern den Rebellen möglicherweise billige Waffen und Munition. Ich schicke Ihnen die Koordinaten Ihrer Stützpunkte. Sie befinden sich in umgebauten Bürogebäuden in zwei verschiedenen Teilen der Stadt. Suchen Sie nach zwei hohen. Verstanden, Wolfhound. Wir sind dran. Ziele markiert, Wolfhound. Sind auf dem Rückweg. Wolfhound, was ist los? Sie wollen jeden verwirren, der Ihnen nachspionieren könnte. Haben Sie uns bemerkt? Glaube ich nicht. Sie sind nur paranoid. Welcher ist Faridi? Da, ich sehe ihn. Hier. Der Pfeifer hat mich gerade angerufen. Er möchte wissen, wann seine spezielle Lieferung kommt. Sagen Sie mir, soll sich gedulden. Wir reden hier nicht von einer Kiste AK-47. Diese Dinge brauchen Zeit. Er sagt jetzt mit einer Rolle. Sie auf dem Laufenden. Ja, jetzt haben wir alles markiert. Und jetzt kommt gleich die fette Action. Man musste zwischenzeitlich muss man ein paar Straßensperren für den markieren, damit er um die rumfahren konnte. Und jetzt gibt's gleich ein bisschen Action. Und sogar mit dem schwierigsten, was ein Kampfflieger hat. Nur erledigen muss, und zwar einer Nachtlandung auf einem Flugzeugträger. Aber dazu gleich mehr. Hunter, wir haben nur ein sehr kleines Zeitfenster für einen vernichtenden Schlag gegen die Rebellen. In einer Stunde wird es hell. Yes, sir. I can boogie, sir. Sie werden die Rebellen warnen. Ach nee, das war ein Lied. Egal. Wir bräuchten Monate, vielleicht Jahre, um sie erneut zu finden. Eine F-35 ist klar und das Pentagon hat grünes Licht für einen Präzisionsschlag gegeben. Also los. Präzisionsbomben. Das heißt, drüber fliegen, zielen, Feuer. Zwischenzeitlich gab es auch ein paar Luftkämpfe mit den Maschinen, mit der Bordkanone. Aber dazu, wie gesagt, später mehr. Reaper 1-1, hier Sea Rider, zum Start Nachtsicht einschalten.
Reaper 1-1, Z-Rider, startklar. Hui! Reaper 1-1, Z-Rider, weiter zu Nachtpunkt Alpha. Achtung, solange Sie über 15.000 Fuß bleiben, könnten die feindlichen Bodeneinheiten Sie nicht erfassen. 15.000 Fuß sind 5.000 Meter. Ihr habt ja drei Ansichten. Einmal die Cockpit-Ansicht, welche halt, muss ich sagen, eigentlich am besten ist. Für coole Styles ist natürlich dann die Verfolgeransicht am besten. Und dann gibt es noch die Ego-Perspektive. Die wieder einfach Reaper 1-1, Z-Rider, waffenscharf, wiederhole, waffenscharf, Angriff beginnt. Jetzt ist es so, dass man halt im Feuermodus ist, bei diesen Präzisionsbomben. Und das Flugzeug einfach eigenständig den Kurs hält. Das heißt, ihr habt Autopilot eingeschaltet und zielt und feuert da drauf. Da seht ihr, das blaue Dreieck ist die Rakete und bzw. die Bombe und BOOM! Ja, je näher ihr ranzoomt, desto wilder schwingt die Zielvorrichtung hin und her. Ja, ist halt sehr windig oben, ne? In der Luft. Ah, Aua. Aua. Ah! Ist echt Aua. Scheiße. Egal. Badaboom. Ja, so geht das halt die ganze Zeit. Es wechselt sich halt zwischen Flugmodus und also Luftkampfmodus und ich suche mir meine Ziele. Bombenmodus. Jetzt in dieser Mission. Und ihr habt halt das Problem, entweder ist das Ziel zu weit weg, das heißt, ihr müsst dann wieder raus aus dem Zielmodus und halt irgendwie da in die Nähe fliegen und dann wieder in den Zielmodus rein, oder ihr habt halt Zivilisten, also zivile Ziele in der Nähe. Und da dürft ihr natürlich auch nicht drauf schießen, es geht auch gar nicht. Jetzt geht's rein in den Luftkampfmodus. Die bösen Helikopter da. Das geht halt nur mit der Bordkamera. Ja, ich spiele das Spiel mit dem Joypad. Also, Pad. Ich könnte es wahrscheinlich auch sicherlich mit meinem Flugstick spielen. Das könnte ich das nächste Mal mal ausprobieren. Gucken, wie sich das anfühlt. Aber ich finde, die Steuerung mit dem Pad ist schon sehr präzise. Und macht eigentlich auch ganz schön viel Spaß. Jetzt habt ihr da eine Rakete an, dann müsst ihr entweder Leuchtkörper abschießen. Ja, oder ihr weicht halt aus. Das, wenn die Rakete auf euch zufliegt, bekommt ihr oben rechts auch so ein kleines Fenster angezeigt, wo sozusagen euer Flugzeug zu sehen ist und die Rakete wieder auf euch zufliegt. Das heißt, ihr könnt euch entscheiden, ja, jetzt links abtauchen, rechts abtauchen, nach oben ziehen, Looping, einmal im Kreis drehen, was weiß ich. Hauptsache, ihr werdet nie getroffen. Und jetzt hier in dem, der Mission muss ja wieder immer über 5000 Meter bleiben, weil sonst erfassen euch die Flugabwehrgeschütze und dann gibt's Aua. Ja, und jetzt seid ihr wieder im Bombenmodus, sag ich jetzt mal, und bis da. So. Jetzt habe ich mal wieder umgeschaltet in den Luftkampfmodus. Mein Bombenmodus ist immer dasselbe, ihr Flugzeug bleibt halt stur auf seinem Kurs und ihr müsst halt die Ziele abballern. Wie gesagt, richtig interessant ist halt, wie gesagt, finde ich, meine halt persönlich halt am meisten Spaß halt, solche Luftkämpfe zu haben. So, das ist halt die Verfolgung. Es sieht stylischer aus. Definitiv, aber ich finde, so kann man halt sehr schlecht ziehen. Da seht ihr das eigentlich mit dem Fenster. Ja, wo angezeigt wird, wo die Karakete kommt. Wo wir auswischen müssen. Aber halt für
Luftkampf, so finde ich, ist das diese Cockpit an sich am besten. Ihr habt auch manchmal einen Strömungsstopp, das heißt, ihr müsst dann wieder die Geschwindigkeit aufbauen, damit ihr nicht macht. Erwischt, der stürzt ab. Ja. Schnapp dir, Tischer. Noch fertig. Und Platz. Sau. Da war mal hier. Eng. Ja, ein bisschen Spannung muss man auch einmachen, ne? Zieh hoch die Maschine, zieh hoch. Das Schlimmste, was einem Flieger passieren kann. Die Fliegerkrankheit, wo man nicht mehr oben zwischen oben und unten unterscheiden kann. Passiert dem besten Navy-Piloten. Bam! In your face. Ja, dann tun wir das doch. Machen wir sie fertig. Diese räudigen Hunde. Bäum, getroffen. Könnt das Gefühl bekommen, das Flugzeug steht auf dem Kopf. Könnte man. Ist aber nicht so. Da ist der Flugfeld. Und jetzt heißt es Fire in the hole! Bam! Und the next one. Ha! Tat bestimmt weh. Reaper 11 Z-Rider, unser Radar zeigt mehrere feindliche Jäger, die kurz nach Beginn des Angriffs von dem Flugfeld gestartet sind. Sie haben die Stadt nach ihnen abgesucht und sind jetzt auf dem Weg zurück zum Flugfeld. Da ist sie. Normalerweise habt ihr auch welche aus. In anderen Luftkämpfen habt ihr auch Zielsuchraketen. Oder. Also Luftraketen, Luftbodenraketen. Je nachdem, was ihr halt gerade braucht. Aber seid immer dabei, das ist eure Bordkanone. Was halt ein bisschen schade ist, finde ich, aber ich denke mal, das ist wahrscheinlich auch ganz besser so, dass wir schon dreimal gegen irgendwelche Boden aufgeknallt, ist halt, dass ein bisschen so das Geschwindigkeitsgefühl fehlt, finde ich. Kommt halt nicht dieses Gefühl rüber, dass man da mit knapp 1000 km/h über die Gegend heizt. Das kommt eigentlich so rüber, finde ich. Aber es macht trotzdem Spaß. Also, mir macht Spaß. Ich kann immer nur sagen, mir macht Spaß. Und ich sag mal, für zwei, was habe ich bezahlt? 2,50. Hallo, da macht man nichts verkehrt. Ne? Ich habe mir auch Ghost Recon Advanced Warfighter 2 geholt für 2,50. Und, Gott, warum nicht? Meine Mühle kriegt's hin und, von daher muss ich halt gucken, was ich halt spiele. Ne? Und es macht halt. Dem sich halt Spaß, ich fliege halt gerne durch die Gegend und und ein bisschen Fighting ist immer gut.
Fragen wir mal mehr. 250, wie gesagt, machst du echt nichts verkehrt mit. Ja, dann haben wir, was ich halt besonders cool finde, ist halt immer wieder halt im Winter Sale, wenn es jetzt mal um Holiday Sale, es gibt immer wieder Spiele für wenig Geld. Da kann man echt, sollte man echt zuschlagen. Aber besonders, wenn man denkt, oh ja, interessiert mich. Aber hey, 10, 15 Euro ist mir doch zu viel. Man könnte ja, warte mal, irgendwann auf einen Summer Sale oder auf einen, ich denke mal, wette mit euch, es gibt auch schon einen Frühlings Sale oder Holiday Sale oder Herbst Sale, je nachdem bei Steam und zuschlagen. Warum nicht? Die paar Kröten, mein Gott. So. Es neigt sich langsam dem Ende zu. Müssen wir gleich noch ein paar Fahrzeuge wegballern und dann geht es auch schon in Richtung Nachtlandung auf einem Flugzeugträger. Ich muss ehrlich zu meiner Schande gestehen, ich habe es 2 Anläufe gebraucht. Bei der ersten Anlauf bin ich voll rübergebrettert über die Start, über die Landebahn. Musste dann einmal drehen und bei dem nächsten Anflug bin ich dann voll gegen's Flugdeck gedonnert. So, BAM! Das habe ich dann jetzt einfach mal weggeschnitten. Ich bin ja dreist. Vor wegen. Müsst ihr ja nicht sehen. Und habe dann ganz einfach die geglückte Landung gezeigt. Werde ich dir gleich helfen. So, ich denke, ich werde jetzt einfach mal den Rest bis kurz zum Ende einfach mal nichts mehr sagen. Genießt den Landeanflug und den Rest sind noch ein paar Minütchen, Sekündchen. Und ja, Verabschiedung kommt dann gleich. Bis später. Ja, was bleibt mir eigentlich sonst noch zu sagen? Besucht uns auf www.letsplaysomegames.de. Schaut mal rein, sagt uns, was ihr wollt. Falls ihr jetzt sagt, boah, hör mal, Dracoon, das war jetzt ganz interessant, aber tot langweilig. Zeigt uns auch ein bisschen mehr Flug-Action. Und labert ihr dabei den Mist von der Seele. Kein Problem. Wie gesagt, wenn ihr es sehen wollt, müsst ihr nur Bescheid sagen. Ich zeige euch gerne auch ein bisschen Flug-Action. Dafür habe ich das Spiel, ja. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, tschüss, bis bald, euer Dracoon.